Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich weiß, dass ich gestern zwar schon ein neues Projekt gestartet habe und immer noch Kirby offen habe, aber da es erstmal mal ein Wunsch war von meinem Fan, oder meinem Freund und Fan, Nico, der mir die GameCube gegeben hat, oder ja, gegeben. Abgekauft hat, oder ich habe ihn die abgekauft, deswegen war es eigentlich so, dass ich eigentlich einen Wunsch erfüllt habe und ja, jetzt sind wir mal hier bei Super Paper Mario und schaut mal einfach das Ganze mal. Das nächste Projekt wird morgen oder übermorgen noch gestartet und das wäre dann noch Banjo-Kazooie. So, das heißt, es ist erstmal Stopp mit dem Projekt starten, weil ich kann nicht nur Projekt starten, das ist ja sonst scheiße, ne? Aber ja, hört euch das mal an, Räusper macht sich bereit für die Geschichte des verlorenen Buches der Prophezeiung. Super Paper Mario. Ja. Das ist es, das Spiel. So, warte mal. So, jetzt läuft er richtig. Das ist schon meine Datei. Fange ich mal eine neue an. Ich nenne mich jetzt mal ja, Tobi. Oh, hier nervt er mit in seinen Dateien. Mein Rechner, naja, egal. Ja, ich nenne mich Tobi, das reicht so. Ja, diesen Namen verwenden. Einstellungen werden gespeichert. Bitte betätige nicht den PowerShell. Speichervorgang beendet. Okay. So, ich mache erstmal ein schönes Intro. Und ja. Also, alles so ruhig und friedlich, Bruder. Da kann man nur von Glück sprechen, so viel Ruhe und Frieden. Ah, absolut friedlich, fast schon ein bisschen langweilig. Da wünscht man sich fast ein Kabums etwas, das uns aus den Socken haut. Wir haben Prinzessin Peach schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir den Pilzpalast besuchen. Das wäre cool, oder? Ist schon eine ganze Weile her. Die Prinzessin würde sich bestimmt freuen. Let's go, Mario! M-m-m-m-Mario! Hilfe! Tut. Was ist denn passiert? Du bist ja völlig durcheinander. Es ist schockierend. Pilzpalast überfallen. Peach entführt. Was? Das ist doch lächerlich. Wer wäre denn zu so einer Tat fähig? Warte mal. Natürlich, jetzt weiß ich, wer hinter dieser Sache steckt. Das ist die Arbeit dieses Schurken. Yeah. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir müssen uns in seine Burg schleichen und die Prinzessin retten. Los, Bruder, lass uns gehen. Wir zählen auf dich, Mario, auf euch, Mario Borders. Ja, in der Zwischenzeit bei Koopa Pause. Achso, ich werde das Spiel zu 100% durchspielen, das heißt alles finden. Aber eigentlich die Story durchmachen, sagen wir mal so. Muhahaha, hört genau zu, meine Elite-Schergen. Zeit, meinen großen Plan, den Pilzplatz zu stürmen, in die Tat umzusetzen. Heute ist der Tag, von dem an die Prinzessin nur mir gehören wird. Und als Bonus werde ich die beiden Bärtigen in den Boden stampfen. Wir werden Bowser schützen. Hochlebe Bowser. Ja, Alter, was ist das für eine Massenansammlung von Koopas und Goombas und
Paragoopas. In solchen Witschen, was ist das eigentlich? Sind die Hexen? Hey! Oh, ich habe ganz vergessen, weiter vorzulesen. Hey, wer sind denn diese haarigen Dünen, dieser Burg? Rasiert man sich? Nicht? Ah, Mario und Luigi. Wie seid ihr hier hereingekommen? Was? Mein Haupttor war nicht verschlossen? Jörg, habe ich ja schon gesagt, der letzte schließt ab. Jetzt halt aber mal die Luft an, Bowser. Wir wissen, dass du die Prinzessin gekidnet hast. Wo hält sie sie versteckt? Wo ich sie? Sekunde, was? Wir waren doch gerade erst dabei, unsere Arme. Mario, Hilfe! Peach! Oh, wer ist denn das? Knicke, der Knick. Okay. Die Prinzessin wurde von Graf Knickewitz entführt. Du, Sekunde, von wem? Von mir, Graf Knickewitz, auserwählter Vollstrecker des dunklen Prognostikations. Das ist Graf Knickewitz. Jener, der diese Dimension prophezeit wurde, das ist Graf Knickewitz. Und wer redet hier nun Blödsinn? Graf Knickewitz. Er redet wie auch immer, lass sofort die Prinzessin frei, ich habe hierfür keine Zeit. Niemals, die Prinzessin wird für Verenden der Prophezeiung benötigt. Sie wird zur Burg Knickewitz gebracht und dabei helfen, alle Welten zu zerstören. Zerstört von Graf Knickewitz. Ach du Scheiße, bitte mal. Naja, dachten Sie mal, Bowser ist immer schon allzeit bekannt, deswegen machen wir mal einen neuen. Alle Welten zerstören. Alter, nein, was bist du mit Mario? Mario! Mario? Diesen Mann hat sich die Demütigung verdient. Schwächlinge im Angesicht von Graf Knickewitz, das darf es nicht geben. Ich schlage vor, du beruhigst dich und lässt die Prinzessin frei, denn sonst... Hehehehe, Graf Knickewitz wird die Prinzessin nicht freilassen. Und auch dich, Bowser, König der Koopas, wird Graf Knickewitz mitnehmen. Scheiße! Nicht böse, nein! Hey, knickedack! Okay. Wenn jetzt welche denken, es wäre genauso so wie Super Paper Mario, sonst die alle anderen, also wie auf dem N64 oder so, ist nicht ganz so. Es wurde geändert. Sag aber gleich noch was dazu. Knickedack! Alles läuft im Sinne von Graf Knickewitz. Jetzt fehlt nur noch das Auftauchen der Lehre, so wie es prophezeit wurde. Hey, knickedack. Okay, Mario ganz alleine im Schloss. Pünktchen, Mario. Pünktchen, Mario. Pünktchen. Oh, ein Butterfly, ein Schmetterling. Was will der hier? Übrigens, es ist ein blindes Display, so. Bist du wach? Mein Name ist Tippi. Ich bin ein Pixel, so eine Art Fee. Mario, ich war auf der Suche nach dir. So gut, ich bin dir wohlgesonnen. Du hast ja bereits Graf Knickewitz kennengelernt. Er hat den Prinzessin und den bösen König entführt, richtig? Yeah. Graf Knickewitz hat also schon damit begonnen, die Lehre entstehen zu lassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Ja, wenn deine Freunde gerettet werden sollen, musst du jetzt mit mir kommen. Okay. Lass uns aufbrechen. Was ist denn das? Lol. Ach ja, stimmt. Das ist ja wie 3D-Version. Also 3D-Modus, wo man jetzt auch einen anderen Ansicht wechseln kann. Ja, gucken wir mal. Oh, da ist der Mario ja wieder. Oh, schon so schnell wieder da, Tippi. Und wer ist das? Rotes Hemd, blaue Latzhose und ein Riesenschnauzbart. Tippi, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Er passt perfekt auf die Beschreibung in den nächsten Prognostikon. Sein Name ist Mario. Willkommen, Mario.
Das hier ist Flipstick. Es ist ein weiterer Weg vom Pilzkönigreich bis in unsere Dimension. Allerdings ist Flipstick keine Dimension. Nein, es liegt zwischen den Dimensionen. Ich bin Merlon, Nachfahre der Ältesten, die diese Stadt erschaffen haben. Ich studiere uralte Texte. Und ich lese auch auf Zeitung und so, ne? Er ist sehr informiert über dich, ne? Ich ist auch viel mehr drin und so, ne? Und versuche das Ende alles weiter zu verhindern, ne? Okay. Oh, du möchtest etwas über das Ende aller Welten erfahren. Was hier geschieht, fragst du? Also, hat es dir Dibi noch nicht erzählt? Nun, Mario, die Antwort schwebt über dir. Aha. Siehst du, wie sich die Dunkelheit am Himmel zusammenzieht? Ein Loch in der Struktur des Raumes. Ein seltsames Phänomen. Im Moment ist es noch klein, aber es wird wachsen. Und am Ende wird es alles verschlingen. Alle Welten und alle Dimensionen. Diese Lehre wurde von Graf Knigewitz erschaffen, Besitzer des dunklen Prognostizons. Eine zauberhafte Prinzessin, ein grimmiger Monsterkönig. Ihre Verbindung wird das dunkle Herz hervorbringen. Verschlinger der Welten. Und das dunkle Herz wird den Himmel zerreißen und so die Lehre bringen. Was Tibi gerade vorgetragen hat, stammt aus einem lichten Prognostizon. Weiter heißt es dort, die Lehre wird alles verschlingen. Nichts kann sie stoppen, nur der falsche Schützling der Dunkelheit. Der Held mit der Macht der 8 reinen Herzen kann dies bewerkstelligen. So heißt es. Ha, da kriegen wir schon ein Herz. Super cool. Ging aber schnell. Dies ist eine der 8 reinen Herzen. Du musst der Held sein, der dir das Licht der Prozession vorgesehen hat. Nun, nur der Graf Knackewitz, nur du kannst Graf Knackewitz besiegen und das Ende aller Welten verhindern. Mario, nimm dies und bewahre die Welten vor der Zerstörung. Jawohl. Sehr gut, du bist wahrhaftig der prophezeite Held. Ich hatte recht. Also, Mario, unser tapferer Held, nimm dies hier. Was passiert eigentlich, wenn ich Nein klicke? Wer will's? Du hast ein reines Herz erhalten. Okay. Das reine Herz wurde deiner Obhut übergeben. Mario, deine erste Aufgabe dieses reine Herzens, du musst es in einer Herzsäule einsetzen. Tibi bringt dich zu ihr. Wenn du das erledigt hast, komm zu mir zurück. Vielen Dank. Erscheint nach oben, drücken in die rote und in also drücken drücke das Steuerkreuz in die rote Richtung, um etwas zu betrachten oder zu reden. Ist es so hier? Okay. Nee, die 3D-Wechsel können wir noch nicht wechseln. In die 3D-Ansicht. Bitte drücken. Okay. So. Aha. Also haben wir schon ich habe schon ein reines Herz von 8 reinen Herzen. Das heißt, uns fehlen noch 7. Das erste ist, kriegt man ja gleich. Das ist ja kein Problem. Hier entlang, bitte. Komm mit mir mit. Und das Ganze ist hier mit der Dunkelheit von Graf Knickewitz zu vergleichen. Ich muss jetzt hier hoch. Wow, du siehst komisch aus. Wie kommst du denn hierher? So. Wollen wir jetzt auch immer hingehen? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt sieht man es. Ja, ja. Zur Herzsäule geht es hier lang. Komm bitte mit. So, wir müssen jetzt erstmal das reine Herz in die Herzsäule einpflanzen. So müssen wir das auch immer machen. Oder nur eigentlich bei diesem, glaube ich. Nähere dich ihr und platziere dein reines Herz. So, okay. Gut, jetzt geht das reine Herz in diese Säule. Das erste reine Herz erscheint auch dort. Oder, nee, Quatsch, besser gesagt. Die erste Tür.
sind 8 Türen, 8 Welten, 8 große Welten und immer schwer werdende Welten. Sehr gut, und jetzt zurück zu Meron. Okay, gehen wir auch. So. Geht das schon? Nee, geht immer nicht. Also sieht man das alles noch. Das heißt, wir gehen jetzt immer zurück zu Merlon. Und da versteht sich vielleicht. Vielleicht soll ich diesen Block anstoßen, bevor wir zu Merlon gehen. Genau, das ist auch ganz wichtig. Speichern. Berühre diesen Block, um deinen Fortschritt zu speichern. So kannst du nach dem Game-Over vom letzten Speicherpunkt weiterspielen. Du findest diese Blöcke an vielen Stellen. Speicher bei jeder Gelegenheit. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Speichervorgang. Bitte betätige nicht den Power-Shader. Speichervorgang beendet. So, gespeichert haben wir. Wir gehen jetzt nach oben. Ich finde den Super Paper Mario irgendwie niedlich. Von daher... Ah, da seid ihr ja beiden ja wieder. Sieh nur eine Tür. Diese Dimensionstür sollte den Helden zum nächsten reinen Herzen bringen. Irgendwo hinter dieser Tür liegt das nächste der übrigen 7 reinen Herzen. Tibi, du musst Mario helfen, das reine Herz zu finden. Natürlich. Und Mario, ich habe hier etwas auf deiner Reise zu nutzen sein wird. Oh, was auf deiner Reise zu nutzen sein wird. Entschuldigung, du hältst die Rückzugsröhre, eine magische Röhre, die zurück nach Flipchart führt. Mit ihr kannst du von überall im Universum nach Flipchart zurückkehren. Verwende sie, wann immer du auf den schnellsten Weg zurückkehren möchtest. Um die Rückzugsröhre einzusetzen, wähle im Menü wichtige Items aus. Aber denk daran, in manchen Gebieten funktioniert sie nicht. Im nächsten Pokémon-Situation steht, dass der Held einen Dimensionsweisen trifft. Von ihm wird er die Drehtechnik erlernen. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit meinem Freund Sophustus gemeint ist. Also geh durch die Tür und finde Sophustus. Okay. Na dann los. Juhu, endlicher Welt. Erste Welt. Mario freut sich auch. Happy Birthday. So. Währenddessen bei Graf Knickelwitz, knicke da, ein Riss in der Dimensionsfüge und unsere Lehre entsteht. Graf Knickelwitz ist zufrieden, alles ist so wie im dunklen Prognostiktion vorhergesagt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Welt untergehen. Knicke da. Das ist spitze Kraft. Zuerst entlegt ihr euch dieser nutzlosen Welt und erschafft dann eine perfekte Welt ohne Krieg und diesen ganzen Füllefanz. Ja, niemand mag nützliches Zeug. Ja, eine perfekte Welt, das klingt magisch. Ah, ich kann jetzt gar nicht mehr abwarten. Sorry, zu spät. Ketchup erschrocken. Was? Ich bin hier, bin vor mir hier? Na, Clock, oh, verstanden. Was? Du großes Dummerschen. Nicht einfach pünktlich zu sein, wenn man anstelle eines Hirns Muskeln hat. Hey, mir brauchst du mit der Wandelei nicht zu kommen. Zeig dich, Mimi. Wo bleibt dein Respekt? Du kannst doch hier nicht mit dem Grafengesicht rumhängen. Hey, amüsant, Mimi. Und fast so elegant wie Graf Knickelwitz. Oh, ich danke euch, Graf. Ihr zaubert jedes Mal ein Lächeln auf mein Gesicht. An der Seite des Grafen zu sein, so stelle ich mir die perfekte Welt vor. Liebe, Herz. Ich dachte eigentlich, dass ein Traum aus einem Schwimmbecken voller Edelchen in einer Mannschaft muskelbepackter Rettungsschwimmer besteht. Dimension. Hast du in mein Tankebuch geschnüffelt? Ich meine, egal. Hey, nun jedem Scherken sein Pläsier. Nach dem Ende dieser verkommenen Welten werden eure Träume erfüllt. Von Knickewitz. Aber zuvor müssen wir den Anweisungen des dunklen Prognostikons folgen.
Übrigens, dieses Thema erinnert mich an ein wichtiges Memo. Anscheinend gab es noch kurze unerlaubte interdimensionale Aktivitäten. Es scheint sich um den Helden zu handeln, der in der Prophezeiung erwähnt wird. Wir benötigen einen Plan, um diese Typen unschädlich zu machen. Ein Eindringling, er ist wirklich... Es ist wirklich der Held. Bist du sicher, Natasja? Interessant, interessant. Wir müssen diesen Ärger nicht schnell Einhalt gebieten. Kraft, Knickewitz! Damit ich das mal auf die Reihe kriege, dieser Held, der ist nicht erwünscht. Klingt, als müsste ich mich mal um ihn kümmern. Ich gebe ihn schön eins auf die Glocke. Also gut, O'Clock, kümmere dich darum. Aber enttäuscht Graf Knickewitz nicht. Daran könnt ihr euch verkaufen. Ich mache ihn fertig. Mimi, Dementio, kommt mit, da gibt's Keile. Und ihr dürft es auch euch ansehen. Eine Kellerei sehe ich mir hin und wieder ganz gerne ein. Nun denn, dann werde ich mich auch mal auf den Weg machen. Dieser Held will also tatsächlich Graf Knickewitz trotzen. Er sollte sich beeilen, denn bald existiert seine Welt nicht mehr. Und wieder einmal wurde Mario gerufen, um die Welt zu retten. Kann er Graf Knickewitz und seinen dunklen Plan stoppen? Werden er und Prinzessin Peach sich wiedersehen? Ein interdimensionales Abenteuer bricht an. Kapitel 1 von 1, allererste Kapitel, das Abenteuer beginnt. Also so wie New Super Mario Bros. Aufgebaut. So, jetzt könnt ihr euch sagen. Also nehme ich nicht mehr auf den Pilz springen, dann kommt so ein Kampfmodus, sondern es ist so wie früher. Aber es ist immer noch ein Paper Mario. Und ja. Ich kann das reine Herz spüren, aber ist noch weit entfernt. Nylon hat uns geraten, seinen Freund Sophotus zu finden, um die dimensionale Technik zu erlernen. Wir sollen ihn schleunigst aufsuchen. Okay. Und noch etwas, wenn du Informationen über etwas Bestimmtes benötigst, verwende meine Kräfte. Ich weiß über viele Dinge Bescheid. Aha, okay. Richte einfach die Familie auf den Bildschirm. Tippi wird sich dann auf den von dir und anvisierten Punkt konzentrieren. Trigger, dann Arte, Baidu und so weiter, ja. Werde ich schon sehen. Straße von Linara. Oh scheiße, bin ich ein Dummi. So. Münzen sind ja auch sehr wichtig im Spiel. Aber was mit dem Herz? Ein Pilz. Super. Nee, kann ich nicht. Geht auch noch nicht. Ich muss eigentlich mal ganz am Ende. Zum Schluss. Aber wir können auch doch einmal irgendwie hoch rein. So. Okay. Wir haben... Du hältst Pilzmix, KP-Trank, der 10 KP und Vergiftung halt. Super. Ab hier rein. So. Ab hier rein. Doch hier ist nichts. Hä? Schatten. Dieses Haus ist nicht leer. Irgendwas ist hier. Ich kann es fühlen. Ich kann dir dabei helfen, versteckte Dinge zu finden. Verwende meine Kräfte. Kräfte? Achso, ja genau. Ja. Eine versteckte Tür. Augenblick, ich mache sie sichtbar. Okay. Eine Tür, lass uns eintreten. Seht ihr? Jetzt sind wir auch da drin, ne? Jetzt kommen wir zu denjenigen. Oh, wer ist denn das? Ich spreche jetzt am besten. Wer ist der Mann mit diesem Verschnitt von einem Bart, der da vor mir steht? Und woher nimmt er diese Dreistigkeit, hier einfach so reinzudrücken? Wie könnte dieser zarte Bärtchen meine geheime Tür entdecken? Bleib da stehen, rotes Hemd, auffallende weiße Handschuhe, flotte Mütze.
Aha, du trägst das Gewand der Helden, der Prophezeiung. Du bist der große Held oder ein Heldendarsteller. Jetzt aufmachen, also ob du direkt aus den nächsten Positionen gekämpft wirst. Es ist Mario, er ist so gekleidet, weil er der wahre Held ist. Mario hat uns geraten, euch aufzusuchen. Mario, nur sein riesiger Bart kann sich mit einer Haarenpyrologie messen. Wenn er es glaubt, dann bist du wohl der wahre Held, glaub ich. Wo an? Wie es den Prüfungsherrn vorhersagt hat. Ich durfte es verleihe dir die Himmel die Gabe von nun an die Themenzeile verwenden zu können. Und das für den einmaligen Preis würde ich nur für 10.000 Münzen. Sag mal, hat er einen Horrorpreis oder? Du verlangst eine Bezahlung für die Lehre einer Hitler-Prophezeiung? Das ist einfach unfassbar. Wieso denn? Selbst der große und herrliche Softus hat Ausgaben. Und warum soll man denn den Helden die Welt auf einem Silbertablett servieren? Diese Helden glauben, sie könnten ständig alles kostenlos bekommen. Nun bitte, 10.000 Münzen sind doch nicht für einen großen Helden. Was sagt ihr? Kommen wir ins Geschäft? Ja. Fantastisch. Das ist gar keine 10.000 Münzen. Eigentlich sollte mich dieser Geist in den Bordlängen nicht überraschen. Nun, da ich weiß, dass du gewillt bist, mich zu meinem verdienten Lohn zu bringen, werde ich mit der allen Münzen bis in meinem Besitzen vergnügen. Ja. Hervorragend, dann lass uns mit der Lehrstunde beginnen. Flimmidi, flammidi, flummelu, digidi, gedarridi, tschüssi, bis jetzt darf ich zusammen, schaboom. Okay. Flipperibidiri. Okay, wir haben die Gabe zum 3D-Modus wechseln zu können. Ich durfte es, habt ihr die Fähigkeit verlieren, die Dimension zu wechseln. Drücke einfach A, um zwischen 2D und 3D-Ansicht zu wechseln. Nun, was sagst du? Du, das sieht einem die Schuhe aus, nicht wahr? Was? A ist, sollen wir von Bewohnern einer anderen Dimension beobachtet werden. Diese Wesen würden es verstehen. Dir fehlen Bartlängen und Verstand dazu. Mit dieser Methode kannst du jedenfalls versteckte Wege und Items entdecken. Aber beachte, verwendest du die Fähigkeit zu lange, verlierst du KP. Okay, und das war's eigentlich auch das Neue von meinem ersten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mir einen Daumen nach oben gebt. Morgen oder übermorgen kommt das nächste Projekt, wird es gestartet und dann geht's mit den vier Projekten immer so weiter. Dann wird irgendwann Kirby enden und dann kommen die anderen drei Projekte. Und ja, da ich auch noch bei den Urlaub fahre, werde ich mal ein Infovideo machen, das ich dann jetzt drehe. Ja. Und von daher, erstmal ciao.